Ihr Lieben, ich grüße euch aus Oaxaca in Mexiko, wo wir seit einer Woche leben. Selina und ich sind heute ein bisschen albern. Aber tut uns auch allen mal ganz gut, glaube ich. Wir haben Peru verlassen, waren eine Woche in Mexiko City. Und da könnt ihr, guckt mal, so ist Selina, wenn sie albern ist. Und sind seit gestern in Oaxaca angekommen. Und wir sprechen heute über Prinzessinnen und Königinnen und Könige und Ritter. Und Auslöser war letzte Woche, habe ich mit einer lieben Freundin gesprochen, über ein Thema, was mir im Kopf und im Herz herumschwirrt. Nämlich Männer und Frauen und wie Männer und Frauen die neue Welt aufbauen. Und dass die Männer den Raum halten, da haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen, Selina. Und die Frauen die neue Welt aufbauen und wir Männer halt ja eben den Raum halten dafür und wie wir uns gegenseitig lernen dürfen, wieder zu vertrauen. Und dann habe ich ein Bild bekommen und dieses Bild habe ich meiner lieben Freundin erzählt. Habe ihr gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass noch sehr, sehr viele Prinzessinnen da draußen sind, die sich an die starke Schulter des Königs anlehnen. Und wir Männer, die Könige, die letzten Endes die ganze Verantwortung tragen, die wichtigen Entscheidungen treffen, die so der Fels in der Brandung sind und ihre Gegenrolle, die Prinzessinnen, die seit vielen Jahren mit dem König zusammen sind, aber nicht den Thron besteigen wollen und vielleicht auch nicht dürfen, wer weiß. Und da mit meiner Freundin drüber gesprochen und auf einmal wurde sie so ein bisschen wütend. Und dann habe ich gesagt, was ist denn los? Ist doch, ich sag doch nur, dass du vielleicht auch du, die Prinzessin in dir, mal endlich ans Licht holen darfst, um eine Königin zu werden. Und dann brach es auf einmal aus meiner Freundin raus. Und ich habe ihre Stimme nicht wiedererkannt. Und dann hat sie noch, also richtig geblärt, richtig geweint und mich dann angestarrt, fixiert. Und dann kam es so aus ihr raus: Ich will aber Prinzessin bleiben. Und in dem Moment dachte ich: Wow, wie stark das noch ist. Und wir haben dann noch die halbe Nacht drüber weitergeredet, über das Thema. Und da habe ich gemerkt, wie stark das noch ist in euch Frauen, liebe Selina. Dieses, ja, ich bin eine Prinzessin und da ist ein Thron für mich, den dürfte ich vielleicht sogar besteigen, aber ich möchte nicht. Warum wollen die Prinzessinnen denn nicht Königinnen werden? Ja, da guckt, da sieht er, sie sitzen, die Prinzessin. Er versucht sich auszulachen aus der Situation, gelingt ihr aber nicht. Ziemlich lustiges Thema. Ja. Ja. Ja, wahrscheinlich aus einem ähnlichen Grund, warum so viele Prinzen da draußen noch rumlaufen, die keinen Bock auf König sein haben. Ich glaube, wir nehmen uns da gar nicht so viel. Aus meiner Sicht gesehen gibt es unglaublich viele Prinzen auch da draußen, die noch an Mamas Rockzipfel hängen, ohne das zu merken und ja, ihren Königsthron auch noch nicht eingenommen haben. Und ich finde es interessant, heute so viel lachen zu müssen über dieses Thema, weil eigentlich ist es ein ziemlich ernstes Thema. Und ich habe mir auch recht viele Gedanken, ernsthafte, darüber gemacht in den letzten Monaten. Aber heute einfach mal das alles von der humoristischen Seite aus zu sehen, tut mir ganz gut. Ich habe jetzt nicht wirklich auf deine Frage geantwortet, lieber Oliver, aber vielleicht gebe ich dir den Ball einfach mal zurück. Warum wollen denn die Prinzen nicht König werden? Sag mal, wie ist das da bei euch so?
Du hast dieses interessante Wort Mamas Rockzipfel erwähnt. Und ganz oft ist Mamas Rockzipfel ja nicht mehr der Rockzipfel meiner biologischen Mutter, sondern das ist dann die Ehefrau. Das kann aber auch eine Energie sein oder eine Gesellschaft. Also die Medien sind ja auch Mamas Rockzipfel, ne? Zum Beispiel. Wenn ich jetzt nicht weiß, was ich tun soll, dann mache ich doch einfach das, was im Fernseher kommt. Wenn die im Fernseher sagen, ich soll das und das machen, und das wird uns dieser Tage ja sehr deutlich vor Augen geführt, dann mache ich es halt. Das ist auch so eine Art Mamas Rockzipfel. Wenn ich eine Entscheidung treffen möchte als Mann, und muss dann erstmal ein paar Foren befragen im Internet und vielleicht noch ein paar Männerbücher lesen und dann meine Kumpels um Rat fragen. Nichts dagegen, dass man Kumpels um Rat fragt, aber dann habe ich auch meine ganzen Rockzipfel überall verteilt und treffe nachher vielleicht Entscheidungen, die so der Mehrheit, der Antworten entspricht, die ich so bekommen habe. Da sind wir noch Prinzen. Vielleicht stehen ja beide Throne leer. Vielleicht sind der Prinz und die Prinzessin, die dachten, dass sie König und Königin sind, vielleicht sind sie es beide noch nicht. Und gucken sich diese leeren Throne an. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt da so ein erwachsener Prinz und die erwachsene Prinzessin, die ich an der Hand halte, wir stehen da so vor diesen zwei leeren Thronen. Dann macht es fast ein bisschen Angst, so zwei leere Throne. Und ich überlege dann, da mich jetzt reinzusetzen und das Zepter und diese Kugel da, ich weiß nicht, wie die heißt, zu nehmen. Und meine Prinzessin macht das auch. Und wir sind auf einmal König und Königin. Und wumm, gehen die Türen auf. Und der ganze Hofstaat und alle Bürger unseres Königreichs kommen rein und schauen uns erwartungsvoll an. Und dann hocken wir da mit unserem Zepter und unserem Ball und unserem keine Ahnung was. Und dann schauen wir in die Augen und die schauen uns erwartungsvoll an und na, na, na. Und dann fällt uns auf, dass wir nie darauf vorbereitet wurden. Was machen denn ein König und eine Königin? Machen die eigentlich so den ganzen Tag? Außer Festschmäuse abhalten und keine Ahnung, regieren. Ja, aber was machen wir da eigentlich? Mir hat es keiner beigebracht, ehrlich gesagt. Jetzt übergebe ich diesen Ball wieder an dich. Ja, na, wenn du so sprichst und ich dir zuhöre, wird mir auch wieder vor Augen geführt, wie wir halt, ja, da weder Vorbilder hatten, noch auch erzieherische Maßnahmen. Ja, nee, es ist kein schönes Wort. Also wir haben keinen Leitfaden beim Großwerden in die Hand bekommen, wie man ein König und eine Königin wird. Und vielleicht gibt es auch ganz viele Zuschauer, die jetzt eigentlich schon wegdrücken wollen, weil sie denken, wir haben die Totalmeise. Wovon reden die denn eigentlich? König und Königin, was ist das denn? Und wieso ist diese Frau so albern und überhaupt? Also es geht ja im Endeffekt darum, also um jetzt mal Olivers Metapher irgendwie so ein bisschen aufzulösen, damit man den Sinn dieses Videos vielleicht hoffentlich ein bisschen nachvollziehen kann, ist, dass es um ein, also wie ich das immer so ausdrücke, es geht um ein Erwachsenwerden, es geht um ein Verantwortung übernehmen. In diesem Augenblick werden wir ja so vehement dazu eingeladen vom Leben, Oliver, ich und wahrscheinlich auch du, lieber Zuhörer. Und danke, dass du noch nicht weggeklickt hast. Auf jeden Fall, ja, piesackt das Leben uns ja in diverser Hinsicht gerade. Und wir werden durch dieses Piesacken auf verschiedenste Art und Weise darauf hingewiesen, könnte man so interpretieren und wahrnehmen, dass wir noch nicht auf unserem Thron sitzen. Was bedeutet das, auf seinem Thron sitzen? Für mich? Für mich bedeutet das, dass ich mich daran erinnert habe, wer ich wirklich bin. Und dass ich die Regie führe in meinem Kinoleben, sozusagen. Also was auf meiner Leinwand, meiner Realität abläuft, ist einzig und alleine meine Verantwortung als Königin und Olivers als König. Und wenn wir immer noch, sage ich mal, diesen alten Film ablaufen lassen, ohne es eigentlich genau zu checken, als Prinzessin zum Beispiel, die sich irgendwie ein bisschen heilig fühlt, aber trotzdem läuft auch noch dieser Film, der ihr immer mal wieder vor Augen hält, naja, eigentlich bist du ja klein, eigentlich bist du ja abhängig von, ne, irgendwie gibt es da draußen so Großes und so Mächtiges und die spielen manchmal Ping-Pong mit dir und deinem Krönchen und du weißt gar nicht so richtig, wo dir der Kopf steht.
Wenn ich daran noch glaube, dann sitze ich nicht als Königin auf meinem Thron, wo ich fühle und weiß und immer intensiver vom Universum gezeigt bekomme, dass alles, was da draußen ist, ein Produkt ist von dem, was ich denke, was ein Produkt ist von dem, was ich glaube und auch von dem, was ich fühle und welche Handlungen ich mache. Ne? Das sind alles so Dinge, die sind schon so lange besprochen, so ausgekaut, dass eigentlich das niemand mehr hören will. Aber gerade da draußen geht es die ganze Zeit darum. Also wenn du mich fragst, es geht überall gerade darum und für jeden so. Erinnere dich daran, wer du bist, nimm deinen Platz ein, geh auf deinen Thron und sei ganz achtsam dabei, was du denkst, was du fühlst. Und ne, das ist für mich ein Synonym von auf dem Thron Platz nehmen, Zepter und wie das Kugelding heißt, weiß ich auch nicht. Aber das beides in die Hand nehmen und ne, kluge Dinge ins Universum abgeben. Was heißt kluge Dinge, aber authentisches, Essenzen von mir und von meiner Wahrheit, was ich denn wirklich erleben will in meinem Königreich. Ja. Also König Genau. meiner selbst und Königin deiner selbst zu sein. Ja, und von wegen Mutters Rockzipfel ist mir auch aufgefallen, natürlich so viele auch da draußen haben auch immer noch das Gefühl, nein, also sie glauben immer noch daran, von Vater Staat auch abhängig zu sein, zum Beispiel. Ne? Und das ist auch etwas, ne, und da darf jeder mal für sich prüfen, glaubt es das in mir auch noch? Dann ist das definitiv auch eine Hürde, die mir bis jetzt noch nicht möglich gemacht hat, mich als Prinzessin wirklich als Königin zu erkennen und mich auf meinen Thron zu setzen, weil es da noch was gibt, das denkt so, wow, ne, Vater Staat brauche ich, die sind so wichtig für mich und die sagen mir auch, wo es lang geht und die oder die geben mir vielleicht auch Geld oder in welcher, es ist ja bei jedem anders, ne? Aber ich glaube, das ist auch eines der Gründe, warum viele Prinzessinnen nicht groß werden wollen und nicht die volle Verantwortung für sich und für ihr Glücklichsein und für ihr Leben in Balance in die Hand nehmen wollen. Ja. Das heißt ja dann aber auch, dass wenn du den Autopilot ausschaltest, dann musst du auf einmal alle Instrumente und Hebel und Schalter von deinem Flugzeugleben selber bedienen. Und das hat dir keiner beigebracht. Das Wichtige ist, das Flugzeug stürzt nicht ab. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Das Flugzeug wird nicht abstürzen. Es wird am Anfang schaukeln und trudeln und dir wird auch ein bisschen schlecht werden, aber es wird nicht abstürzen. Und mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Man gewöhnt sich auch dran, ja, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, so, heute Morgen bin ich als König wieder aufgewacht oder als Königin. Mein Tag soll so und so aussehen. Ich werde das und das tun. Das und das, was an mich herangetragen wird, möchte ich nicht tun. Deswegen tue ich es auch nicht und fertig. Oder wir bleiben Prinzen und Prinzessinnen. Und dann heißt es aus den Lautsprechern am Königshof, um 10 Uhr ist Frühstück, um 14 Uhr ist Englischunterricht, um 17 Uhr wird geimpft und um 20:30 Uhr geht es wieder ins Bett. So. Dann lebe ich nicht mein Leben als König oder Königin, ne? Sondern dann lasse ich mich leben von jemand anders. Beides ist weder gut noch schlecht für mich. Es ist halt eine Entscheidung. Möchte ich das? Oder möchte ich das nicht? Möchte ich, dass andere über mein Leben entscheiden? Dann wird mir immer wieder bestätigt werden in meinem Leben, das Leben ist kein Ponyhof, die Welt ist hart oder das Leben ist hart, das Leben ist kein Zuckerschlecken. Dieser ganze Blödsinn, der uns eingetrichtert wurde, der ist so gesehen kein Blödsinn, das stimmt, wenn ich mein Leben nicht selber in die Hand nehme, dann ist das so. Wenn ich selber in die Hand nehme, dann ist wie bei allem, wenn ich bei allen großen Veränderungen sind es ein paar Wochen, vielleicht Monate, wo es erstmal schwieriger wird, weil ich muss mich ja dran gewöhnen. Auf einmal treffe ich Entscheidungen. Und das hat mir, als wir vor 5,5 Jahren angefangen haben, in Autos und auf Straßen und auf der Welt zu leben und Reisende zu sein, was mir am Anfang sehr schwer fiel, war nicht selber Entscheidungen zu treffen, aber damit klarzukommen, dass ich auch der Einzige bin, der sie evaluiert. Ich bin der Einzige, der nachher sagt, war das jetzt gut, was ich gemacht habe oder nicht? Da ist nicht mehr Mamas Rockzipfel, Mama, Papa, Gesellschaft, Staat, Facebook-Gruppe und so weiter, die dann sagen, oh, super gemacht. Natürlich, wenn
bewerten die mich und das, was ich tue, aber dann nicht mehr darauf zu hören, zu sagen, ob das, was ich jetzt gemacht habe, von Peru nach Oaxaca in Mexiko zu ziehen, ob das jetzt gut war oder nicht, kann nur ich selber sehen und sagen. Und das ist am Anfang sehr schwer, weil auf einmal merkst du, ja, ich bin der König. Und das ist nämlich gar nicht so einfach, König zu sein. Und dann sehnt man sich manchmal fast wieder so ein bisschen nach den alten Zeiten zurück, wo man noch ein Prinzchen war. Ja, ich kann das auch so gut. Also, ich kenne das von mir auch so gut und immer wieder. Ich bin definitiv noch keine stabile Königin, muss ich einfach mal mich outen. Mein Sohn, der ist bald 14 und der zeigt es mir immer und immer wieder auf seiner süßen da fehlen mir die Worte. Also es ist krass, aber ja, ich sehe das wie du. Wir haben das nicht gezeigt bekommen, wie es geht. Eigentlich, es gibt keine Vorbilder. Wer hat schon eine Königin oder einen wirklichen König so als Vorbild gehabt in seiner bisherigen Laufbahn? Und es macht halt, also ich glaube, wir sind ja so facettenreich und wir haben so viele Anteile in uns. Und diese kleinen Anteile in uns, die da auch zum Beispiel gelernt haben, wie unangenehm sich das manchmal anfühlt, wenn man vermeintliche Fehler gemacht hat, ne? Und wie man dann irgendwie bestraft wird und in Frage gestellt wird, abgelehnt wird und so. Das sind ja noch so Prägungen aus der alten Zeit, die wir alle in uns tragen. Und durch diese Soße müssen wir auch nach meiner Erfahrung durch, um wirklich eine stabile Königin und ein stabiler König zu sein und uns wirklich auf unseren Thron zu setzen. Wir müssen durch diese ganze alte Soße der Ablehnung, des, ne, in Frage gestellt werden, angezweifelt werden, misstraut werden, durch all das, da kommen wir waschmaschinenmäßig immer und immer und immer wieder und dann mal wieder hoch und wieder rein durch, um wirklich, das gehört mit zur König- und Königin-Ausbildungszeit, glaube ich, die wir jetzt alle auf unsere ganz individuelle Art und Weise gerade durchlaufen. So. Und es ist kein Zuckerschlecken, so nach meinen Erfahrungen. Und ob ihr jetzt auch Kinder zu Hause habt, die euch da ausbilden oder vielleicht euer Ehepartner das macht oder eure Freundin. Ja, ich glaube, wir haben da alle unsere Ausbilder an unserer Seite, die dafür sorgen, dass wir jetzt, dass wir einfach mit den Dingen konfrontiert werden, die wichtig sind, um wirklich in dieses große Ich, in die Königin, in den König hineinzuwachsen. Ja. Ja, es geht halt nicht mit Zertifikat, ne? 2 Wochenenden auf Gran Canaria und dann hast du das Königinnen- oder Königszertifikat und dann bist du einer. Nee, wie du sagst, ja, mit Erfahrung, mit Fehlern, die es ja nicht gibt, aber nennen wir es mal so, dass man, ja, Trial and Error, ich probiere was aus und es funktioniert nicht, ist okay. Dadurch weiß ich aber, das funktioniert anscheinend nicht. Probiere ich mal was anderes aus. Und so, ich erinnere mich an ein Biologiebuch in der 6. Klasse, und ich komme wieder zum Punkt, ich schwör's. Da ging es um das Thema, was heißt eigentlich das Wort Biologie und was heißt Leben, Bio-Leben, was heißt Leben? Und da war ein sehr, sehr schönes Bild, ein Tisch von oben mit so einem weiß lackierter Tisch. Und da haben sie eine Blechmaus drüber fahren lassen. Und dieses Rad von der Blechmaus, das haben sie irgendwie so mit blauer Farbe eingefärbt. Und da war eine blaue gerade Linie. Und dann haben sie eine echte Maus über den Tisch laufen lassen. Und die ist vorher durch so ein kleines Farbtöpfchen mit roter Farbe gelaufen. Und dann hattest du diese gerade Linie und daneben die roten Fußtapper von der Maus und wieder zurück und dann eine Schleife und dann an den Rand oder der Rand doch nicht so gut. Und dann kam die rote Maus, also die lebendige Maus, die kam zum gleichen Punkt an der Tischkante. Hat länger gedauert, aber das ist Leben. Und Leben ist eben nicht dieser, wie wir es gelernt haben, dieser perfekte, wie heißt es nochmal, Bewerbungs, wenn man sich da irgendwo bewirbt und dann da seinen Lebenslauf abgibt, seine Vita
Das ist eben nicht Leben. Dann habe ich die 3 Jahre, dann die 2,5, dann das, und zwar alles genau geplant und aufeinander abgestimmt. So ist Leben nicht gedacht. Leben ist gedacht wie die Maus, die mit ihren Füßchen über diesen Tisch schleifen und Trial and Error und wieder zurück und dann doch wieder hin. Die kommt auch an, aber sie hat sehr viel erlebt. Die Blechmaus hat nichts erlebt auf ihrem Weg, gar nichts. Und ja, vielleicht sind wir auch an einem Scheideweg, wo wir Menschen entscheiden dürfen, jeder Einzelne für sich, möchte ich eine Blechmaus sein oder eine lebendige Maus? Das darf jeder für sich selber jetzt entscheiden. Und wenn man sich entscheidet, König seines Lebens zu werden, Königin seines Lebens zu werden, dann läuft man durch die rote Farbe und dann läuft man so auf dem Tisch des Lebens rum und probiert sich aus. Es geht nicht darum, sofort perfekt zu sein, überhaupt nicht, sondern sich auszuprobieren und Dinge zu lernen und festzustellen, wow, das macht ein König irgendwie scheint es doch nicht. Aber nicht, weil es in einem Buch stand oder keine Ahnung, weil es so allgemeines Wissen ist, sondern weil ich es ausprobiert habe und festgestellt habe, das macht ein König nicht. In anderen Situationen stelle ich auf einmal fest, ja, das war eines Königs würdig, was ich da gerade gemacht habe. Es sind wie immer diese kleinen Ereignisse, ne? Diese kleinen Dinge, die passieren. Ich stehe jetzt nicht morgen auf und sage, ab heute bin ich ein König, tada, mit Zepter und Ball und allem. Sondern ich probiere mich aus. Und jeden Tag werde ich feststellen, werde ich ein klein bisschen mehr König, ein klein bisschen mehr König meines Lebens. Und ein ganz klein bisschen länger habe ich die Krone heute auf, bis ich eines Tages so weit bin, dass ich fast den ganzen Tag König bin. Und dann falle ich mal wieder ins Prinzchen zurück. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und vielleicht sogar ab und zu ganz schön, wenn ich dann als König einfach mal sagen darf, liebe Königin, heute bin ich mal den ganzen Tag wieder ein Prinzchen. Mach du mal heute bitte. Mein Thron bleibt heute leer. Das Vertrauen zu haben, die Königin weiß dann schon, was sie macht. Und umgekehrt dürft ihr auch mal wieder Prinzesschen sein. Ja, okay, dann bleibt dein Thron heute leer, Prinzesschen. Aber ich bin ja da. Ich sitze ja auf meinem. Und ich regiere mal heute für dich mit. So irgendwie. Ja, und das Spannende ist ja auch, dass das nicht so ist, wie wir das jetzt aus den Märchen kennen. Es gibt einen König und eine Königin, sondern wenn wir das mal so uns vorstellen, was jetzt gerade so passiert und wo wir uns jetzt so hin entwickeln, so als Menschheit, wir werden ja eine Welt voller Könige und Königinnen jetzt errichten, ne? Und das ist auch super spannend, ne? Weil es kommt dann ja, also das ist nicht Modul 2 so in der Königwerdung, sondern es ist in einem so. Wir dürfen nicht nur lernen gerade, was es eigentlich bedeutet, als Königin seinen Thron oder sein König seinen Thron einzunehmen, sondern wie kann ich denn Königin sein, ohne die anderen durch meine Würde und Erhabenheit, wie das so früher so war, klein zu machen auch, ne? Wie kann ich eine Königin sein, die, ja, die unglaublich viel, also die strahlt, die ihre Verantwortung trägt, die ja, sich ihrer Verantwortung bewusst ist und gleichzeitig andere Königinnen und Könige um sich herum hat und mit denen zusammen regiert sozusagen, mit denen zusammen Leben lebt. Und das erlebe ich auch als ganz, ganz spannendes Feld gerade, wo ich manchmal doch schon jemanden sehe, der so auf diesem Thron irgendwie sitzt, aber dann so in dieses Boom, so nach unten hauen, noch manchmal gerät, wo wir halt früher waren, ne? So dieses, ja, ein König hat auch einen Untertan. Und das ist auch spannend. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Oliver. Ich beobachte das hin und wieder, dass sowas noch passiert und wo dann halt auch, ne, wie du gesagt hast, diese Milde und diese Sanftmut gefragt ist, dass wir Fehler machen dürfen auf dem Weg und auch gucken können, okay, und wie können wir jetzt, ne, in dieses auf Augenhöhe kommen, dass die Würde eines Königs nicht geschmälert werden muss durch die Anwesenheit von ganz vielen anderen Königen und Königinnen. Ne? Das ist auch spannend. Ja, weil ich habe ja ein Königreich. Wenn ich jetzt König meiner selbst bin, dann ist mein Königreich mein Leben. Also nicht nur mein Körper plus Aura oder meine Wohnung oder mein Haus und mein Garten, sondern mein Leben ist mein Königreich. Und wenn ich König meines Lebens bin,
Dann darf ich zum Beispiel auch entscheiden, was oder vielleicht viel wichtiger, wen möchte ich in meinem Königreich haben und wen nicht. Und wenn das Telefon klingelt und ich nehme ab oder sehe schon die Nummer und weiß, oh Gott, jetzt kommt die wieder oder der wieder und labert mich voll oder kommt mit seinen schweren Energien oder das kennt ja jeder wahrscheinlich, diese Anrufe, dann wird der Prinz oder die Prinzessin das über sich ergehen lassen, aus Höflichkeit, aus warum auch immer. Ein König und eine Königin wird den Anruf nicht entgegennehmen oder wird ihn entgegennehmen und sagen, weißt du was, diese Art Gespräche möchte ich nicht mehr in meinem Leben. Und dann fangen wir an, unser Leben, unser Königreich mal ein bisschen auszumisten, zu sagen, so, in meinem Schloss hat die und die Art von Ernährung keinen Platz mehr, die schon. Ich schmeiß jetzt mal, was übrigens eine gute Idee wäre, alle Fernseher aus meinem Schloss und aus meinem Königreich raus. Und keine Ahnung, ich schaue einfach mal, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und was mir nicht gut tut, fliegt aus meinem Königreich raus. Punkt. Weil ich der König bin von meinem Königreich. Und ich nehme das nicht hin, dass jemand mein Königreich überfällt mit Gift, mit Angst, mit schlechter Energie, mit Vorschriften und so weiter. Und da bin ich ganz bei dir, liebe Selina, dass wir auf dem Weg sind, viele Könige und Königinnen zu sein, jeder mit seinem eigenen Reich, was das eigene Leben ist. Und die überlappen sich natürlich. Und wie schön, wenn diese Könige und Königinnen dann zusammenarbeiten und Ja. dann auch wieder als Könige und Königinnen Verantwortung übernehmen. Verantwortung für mich, Verantwortung erstmal für mein Königreich, weil wenn ich das nicht regieren kann, wie kann ich anderen helfen? Dann aber auch für dieses große Königreich Erde, was wir haben, ne? Wo wir ja eigentlich mal als Hüter hingeschickt worden sind, als Könige und Königinnen, die weise über diesen Planeten, über unsere Mutter regieren. Ja, sehr schön. Und ich glaube, also mein Herz sagt mir, wenn ich wirklich den Mut habe dazu, Königin zu sein, und wenn ich mich wirklich auch auf meinen Thron setze, dann ruft auch gar niemand mehr an mit schweren Energien, weißt du? Und dann kommt gar keine Bedrohung mehr, die irgendwie, weißt du, das sind alles, finde ich, Anzeichen, die immer mir mal das Leben schickt und um mich daran zu erinnern, Selina, du sitzt gerade nicht auf deinem Thron. Erinnere dich, wer du bist, zu was du imstande bist, wenn du bewusst denkst, dich dafür entscheidest, an was du glauben möchtest. Ne? Und dann sind weder Anrufer noch, ne, die kommen dann gar nicht mehr zu mir durch. Und das ist das, wo wir halt uns jetzt gemeinsam hinentwickeln dürfen, denke ich. Und ich glaube, dass der Leitfaden Nummer eins, also für mich ist der Leitfaden Nummer eins auf diesem Weg die Liebe. So, ich glaube, es hört sich jetzt vielleicht kitschig und schmalzig und keine Ahnung was an, aber das ist so das, was mir immer wieder einen Leitfaden gibt, dass ich mich in Situationen, wo ich nicht weiter weiß, immer frage, was würde jetzt die Liebe tun? Ne? Und mir auch immer und immer wieder vor Augen halte, dass es eigentlich nur die Liebe vermag, mich zur Königin zu machen. So. Und je mehr ich wirklich meine Angst vor der Liebe loslassen kann und die Liebe wieder fließen lassen kann in meinem Leben und sie einfach mir schenken lassen kann und sie weitergeben kann, ohne diesen ganzen Quatsch, der da früher mit verbunden war, dann komme ich ganz automatisch eigentlich in diese Königin hinein und bin nicht mehr regierbar auch. Das ist auch so eine schöne Erkenntnis, die jetzt neulich zu mir kam. Wenn ich es wirklich geschafft habe, mich für die Liebe wieder zu öffnen und es einfach fließen zu lassen, dann bin ich nicht mehr regierbar. Und ich glaube, das ist so, ja, ein schönes Bild für dieses neue Zeitalter, was jetzt gerade geboren wird von uns allen. Nicht mehr regierbar, weil auch nicht mehr erpressbar. Ne? Weder durch Angst noch sonst was erpressbar. Weil wie oft geben wir das Zepter aus der Hand, weil wir erpresst werden, weil man uns mit etwas droht. Wenn du jetzt auf deinem Thron sitzen bleibst und dich selber regieren wirst, willst, dann wird das Schlimme passieren und das und das und das. Und vor lauter Angst
Steigen wir von dem Thron wieder runter. Oh, das hatte ich nicht bedacht. Nee, dann setze ich mich lieber nicht auf den Thron, weil sonst passieren ganz viele schlimme Sachen. Aber passieren gar keine schlimmen Sachen. Das sind Erpressungen wie hieß der beim Herr der Ringe, war auch dieser König, der mal ein weiser König war. Und der wurde dann irgendwie ein böser König, aber der war vergiftet von Schlangenzunge. So hieß der, sein Berater. Das war auch so ein fieser Typ. Und Schlangenzunge hat dann mit giftig süßen Worten den König in die Ecke gedrückt, wo er gar nicht hin wollte. Vor diesen Schlangenzungen müssen wir uns dann hüten, in welcher Form sie auch immer auftreten. Ja, genau. Als Königin oder als werdende Königin wirst du Menschen demnächst in den Wald führen, hast du mir vorhin erzählt. Magst du da noch zwei, drei Sätze darüber verlieren, was du da tust? Ja, gerne. Also ich spüre einfach, dass dieses Thema so ruft und deshalb habe ich mir, also ist das, was ich fühle, dass das Taguadi-Erlebnis, Naturerlebnis-Seminar jetzt im Juni und auch mein Retreat im August, ja, sozusagen dieses Thema haben wird, dass wir da in einen Wald gehen werden, um gemeinsam uns von dem Wald inspirieren zu lassen und uns erinnern zu lassen, was es eigentlich bedeutet, in diese Königin, in diesen König hineinzuwachsen und was jeder Einzelne ganz persönlich braucht auf diesem Weg. Ich meine, die Liebe ist etwas, was wir, glaube ich, alle brauchen können für diesen Weg. Und es gilt für alle, aber jeder hat individuell ja ganz andere, sage ich mal, Herausforderungen jetzt zu durchlaufen, um dort wieder auf den Thron zu kommen. Und da ist nach meiner Erfahrung der Wald einfach eine unglaublich, wie soll ich sagen, also unglaublich kompetente Wissensquelle, die ganz personifiziert und individuell uns führen kann und uns inspirieren kann, etwas zu tun, wie wir schon gesagt haben, wo wir eigentlich weder Ahnung haben, wie es funktioniert, noch irgendwelche Vorbilder oder Leitfiguren da haben, sondern es darf jeder selbst rausfinden. Und deshalb, genau, werde ich im Juni und auch im August für eine gewisse Zeit mit wenig Menschen in den Wald gehen, um dort sozusagen ein Forschungslabor zu diesem Thema zur Verfügung zu stellen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das World Wide Web sozusagen. Ja, genau. Und wer da sich angesprochen fühlt, geht mal auf meine Webseite. Da findet ihr das unter diesen Taguadi-Naturerlebnisseminaren, sind die Daten und Anmeldebögen. Und Wir ja, verlinken es auch hier unten nochmal. genau, Dankeschön. Und noch ein Aufruf in eigener Sache. Die liebe Selina und ich überlegen, die Gespräche, die wir jetzt schon seit über einem halben Jahr führen. Ne? Wir haben irgendwann Mitte letzten Jahres damit angefangen. Wir möchten gerne die Dinge, die wir vom Leben lernen durften, wir beide, die in der Arbeit mit Schamanen, in Gesprächen mit Pflanzengeistern, in denen wir einfach gelebt haben und Dinge geschehen sind und wir uns diese Dinge angeschaut haben, möchten wir sehr, sehr gerne an Kinder und Jugendliche weitergeben. Wir möchten dazu einen Podcast machen, der diese Themen ja für Jugendliche, für Kinder präsentiert. Und wir suchen Unterstützung, falls uns jemand helfen kann, wie man diesen Podcast an die Kinder und Jugendlichen bringt. Das können Plattformen sein, die es schon gibt im Internet, jemand, der weiß, wie man sowas macht, dass unsere Gespräche ja die Kinder und Jugendlichen auch erreichen. Wenn uns da jemand helfen kann, dann schreibt uns bitte sehr, sehr gerne an. Ich tue einfach unsere zwei E-Mails noch unter dem Film da mit dazu schreiben. Es würde uns sehr freuen, wenn uns da jemand helfen könnte. Ja, vielen Dank schon mal. Für mich ist das so ein Herzensanliegen und es ruft schon sehr lange, dass die Kinder und Jugendliche jetzt einfach auch ein bisschen Orientierungshilfe in dieser wilden Zeit des Umbruches brauchen. Und ja, ich würde sehr gerne das, was ich weiß und erfahren habe, dafür zur Verfügung stellen. Und ich weiß, dass Oliver
ein super Partner da an meiner Seite ist und wir da gemeinsam mit Geschichten und Mythen und Tieren und da was ganz Schönes, kind- und Jugendlichgerechtes zusammenstellen werden. Dann danke ich dir für das Gespräch heute, liebe Selina. Und sehr gerne. Danke an dich. Wünsche euch allen, dass ihr die Angst vor den leeren Thronen verliert, dass ihr ja, euch traut, so wie wir uns auch trauen. Du hast ja vorhin auch gesagt, Selina, du bist auch noch keine Königin, ich bin auch noch kein König. Aber darum geht es ja eben nicht, sondern ganz langsam nähern wir uns dem immer wieder an. Und ab und zu hüpfen wir dann schon mal, wenn keiner guckt, auf den Thron und bleiben mal ein paar Minuten sitzen und gucken mal, wie sich das anfühlt. Und wir werden feststellen, der Thron beißt nicht. Und wenn jemand weiß, wie dieser Ball heißt, den Zepter, und dann schreibt es in die Kommentare. Mir fällt das Wort irgendwie nicht ein. Ich danke euch fürs Zuhören und Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ganz liebe Grüße nach Berlin und zu euch nach Hause. Ciao.